Guten Tag hat er gesagt. So, neue Regale, neue Inhalte, neue Mods. Wir öffnen gleich den Laden, weil ich glaube, dass hier nicht großartig irgendwas anbrennen kann. Das sortieren wir hier ganz frech immer wieder ein. Was wir denken, was wir brauchen. Nee, da nicht. Du gehörst da eigentlich gar nicht rein. Der erste ist so mehr so Reinigung. Ja, und den hier, das wäre eigentlich am besten, wenn wir den gleich irgendwo raufräumen, weil bevor nämlich der erste kommt und sagt, au, 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 ich muss auf Klo, dann wäre das eigentlich besser, wenn Opa da wäre. So, Kaffee, 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 Kaffee. Kaffee kann da mit hin, das ist eigentlich egal. Da, wo die das einsortieren oder sowas, das spielt eigentlich keine Rolle. Super. So, da haben wir das nämlich schon alles dabei. Das spricht ja eigentlich denn gar nichts dagegen, wenn wir jetzt gute Einnahmen machen. Naja, doch. Der Preis spricht dagegen. Aber wenn wir jetzt richtig gute Einnahmen machen würden, würde ja nichts dagegen sprechen, wenn wir ordentlich was mal investieren könnten würden und so weiter und so fort. So, ich muss noch die Preise angleichen. Das wollt ihr auch noch machen. Ich mache als erstes, stopp mal die Verwaltung. Also was heißt denn, stopp mal. Den wollten wir auch mal einstellen. Dann haben wir einen zweiten Bagger looten. Das wollte ich das letzte Mal schon mal machen. Es rennen hier zwar immer wieder die gleichen rum, aber ist jetzt erstmal auch Wurst, ne? Hauptsache, die machen erstmal was. So. Die rennen da rein und wieder raus. Und der zweite. Ah ja, da sind sie. Jetzt rennen die hier zu zweit nämlich auch ordentlich durch und dann ist gut. Mit der Kasse, da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wie viel Wasser ist. Hier werde ich auf jeden Fall mal gucken. So, das eine Update kommt noch, ne? Warte, der eine Mod. Das zieht mir auf jeden Fall raus, weil das wäre nämlich wirklich cool, wenn wir immer schon sehen, was wir noch so spannendes an Zeug haben. Auf jeden Fall die hier noch. Und Sachen, Bread bräuchten wir auch noch mal ein bisschen. So. Einmal Pizza noch hier hinten. Und hier haben wir ja auch noch ziemlich viel alles voll. Naja, was heißt denn ziemlich viel alles voll? Gut. Bald mit Ihnen hier. Ach so, er steht hier an. Okay, cool, alles klar. Mal so, wenn wir hier so ein bisschen Ordnung halten können. Ich werde nie wieder Schokolade kaufen, glaube ich, in dem Spiel. Dann wäre das ganz gut. Tiefkühlkost kommt eigentlich. Naja, was heißt Tiefkühlkost kommt da hinten hin, aber. Da hinten kommt so alles, was zur Kühlabteilung ist oder müssen, denke ich das. So. Trockenzeug kommt hier vorne rein. Nudeln, Pancakes und eine ordentliche, keine Ahnung, Saftung oder sowas. Das wollen wir da vorne halt machen, alles Süße. Haben wir ja immer hier eigentlich. Also diese Mod, die man da nehmen kann, dass man mit L alles hier automatisch drückt, dann nur L und dann ist es im Lager, ist natürlich eine schöne Sache eigentlich. Und ja, die Jutta, die hier so teilweise durch mein Lager reinlatschen.
Aber ich habe anscheinend ordentlich viele Kunden. Zu viele. Naja, aber macht mal schön Geld, ne? Das muss hier alles sein. Guck mal hier von denen auch. Honig könnten wir auch mal machen. Neues. Marshmallows. Automatisch geht das Licht an. Hier ist sonst noch alles gut. Lieber kaufen statt zu müssen. Das ist hier die oberste Prämisse. Irgendeiner ploppt hier das Licht an. Das ist wunderbar. Und die räumen jetzt auch ordentlich ein. Also das ist wirklich eine coole Sache. Der Cornflakes werden, denke ich mal, gleich genommen hier. Und ich habe gar nicht geguckt nach den Preisen, was jetzt ist. Also Wasser kostet mehr und schwarzer Tee weniger. Wasser kostet mehr. Und schwarzer Tee weniger. 5,1, okay. Mal richtig wenig. So, was noch hier? Waren ja vier Sachen gewesen. Denn Honig ist teurer. War nur Honig irgendwie. Nächste, weiß ich nicht. Okay, 12,90. Das ist natürlich eine richtig große Erhöhung. Schon mal alles einloggen. Was hier toll ist. So, den wollten wir ja eigentlich mal rüberprügeln. Da brauchen wir natürlich auch die Kisten dafür. Weiß nicht, was wir hier denn vielleicht noch für eine schöne Kiste hätten dafür. Jetzt kommen wir aber drin, aber was wir hier eine schöne Kiste hätten. Guck mal, kann ich das nehmen? Ich kann mir die Kiste nicht nehmen. Warum kann ich das jetzt? Einzelne Sachen wären auch cool, ne? Oh, guck mal, 1400. Wir machen richtig, richtig Umsatz. Ich glaube, ich bestelle mir. Ja, ist ja jetzt schon so spät. Aber die Bees? Hast du die? Wo rennt er hin? Keine Ahnung, wo das ist, ne? Die sortieren auch so schnell hin und her. Und hier sind auch so viele Kunden. Heftig. Also wenn wir können, würde ich ja gerne noch ein bisschen die Schulden wegzahlen. Wie ist denn hier so die Einkäufe? Die haben wir auch bald. Level 30. Oh, das ist noch weit, weit hin. Und hier Supermarkt Level 29. Okay. Boah. Das ist natürlich auch so was. Oh, boah! Das sind ja richtige, richtig große Schritte, die wir machen müssen. Warum ist denn die Rechnung so teuer? Völlig beknackt. So, dann haben wir schon mal ein bisschen Vorsprung. Wir schließen den Tag ab. Ja, das ist zu teuer, das kann natürlich sein. Und so haben wir alles dazugelernt oder dazu bekommen und gut Geld eingesetzt und dann geht's ab. Erdnussbutter ist billiger und schwarzer Tee ist teurer. F4,80, das machen wir. Und schwarzer Tee ist teurer. Aber nicht so viel, wie man denkt, ne? Das war davor ja mal ein bisschen mehr teurer.
Gut, ich werde mir die Biesen noch bestellen. Ich würde sagen, wir hauen gleich den Markt auf. Champu, Basmati-Reisbowl. Und die Bies wollte ich einmal bestellen, das Müsli. Muss ja jetzt hier oben irgendwo drauf liegen. Genau. Aber dann können wir das jetzt hier ein bisschen hin und her räumen. Das hier rein. Oh ja. Geil. Jetzt kann ich die nämlich dahin und das hier nämlich entfernen. Super, dann haben wir nämlich das erste weg. Gut. Den hier mal reingekloppt. Und dann wollten wir, die wollen wir jetzt bestellen. Ich weiß nicht, ob wir mal ein ganzes Regal machen mit den anderen Sachen. Weiß ich nicht. Also das hier müsste irgendwie rüber, das Sugarzeug. 18, 18, 18, 11, 1. Aber das ist eine andere Verpackung, ne? 8. 8 der Honig. Ja, da ist der jetzt im Weg, ne? Echt mal eigentlich so ein großes Paket, okay. Naja, okay. Cleanup-Sachen. Finde ja wirklich gut, dass die so fleißig sind. Aber die haben auch keine andere Wahl, weil die müssen ja irgendwas machen, ne? Dafür kriegen sie ja auch ihr schweineteure Geld. Von, ich glaube, die kriegen 19, ne? Die kriegen ja ein bisschen mehr als die anderen. So, die Kartoffeln müssen wir auf jeden Fall. So, oh, wir haben kein Geld dafür. Erstmal ein bisschen was verkaufen, damit wir auch die Einnahmen haben. Das ist ja auch nicht so oft. Kauft da nicht so viel von dem, was wir kaum noch haben, ne? Seid nicht so geizig. Wir können auch den anderen was. Ja, 160 brauchen wir insgesamt dafür. Oh. Ich hoffe, er kassiert jetzt ordentlich ab. Ja, da sind die ersten dran. Ja, warum stellt er sich? Oh ja. Das nimmt da eh gleich. Beziehungsweise ich. Weil sonst dauert. Oh. Wir, jetzt haben wir hier einen großen Karton. Können wir den hier machen und hier erstmal reinmachen. Den hier und den hier wegmachen. Guti. So, und jetzt können wir hier auch den Honig nehmen. Und den auch so verteilen, dass das passt. Sehr schön. Mal ein bisschen Hähnchen mitnehmen. Auch sehr schön. So. Und der Müsli, was hier fast leer war. Packen wir auch mal mit ein, weil wir einfach mal richtig, richtig freundliche Menschen sind. Achso, den können wir ja auch komplett hier schon reinpacken. Gut. Ja, dann passt das ja. Ah, dann könnten wir eigentlich machen den hier raus. Da oben mit rein. Und dann können wir den hier raus machen. Schade, dass wir das nicht so kopieren können, aber den können wir ja schon so mal kaufen. Und dann eventuell irgendwann mal dran denken, dass wir da auch Käse einsortieren, ne? Oh, wie sieht es denn eigentlich mit Joghurt aus? Also Wasser haben wir ein bisschen voll schon wieder, das ist gut.
Das ist echt, echt gut. Ich glaube, man kann auch nach Anzahl klicken, aber man kauft ja eh nicht so viel. Von jedem, ne? Muss schon sagen, also da falle ich jetzt nicht nochmal drauf rein. Das wird eine teure Rechnung, glaube ich. Oh doch, das geht ja. Oh. Wenn man das natürlich. Trockensachen. Ah, irgendwas brauche ich ja zu tun. Wenn ich nur da stehe und dann mache ich gar nichts mehr, ne, dann ist ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ich muss ja irgendwie so ein bisschen was rumdrücken. Hier ist kein öffentlicher Durchgang, Madame ich. Nein, nein und nochmals nein. Ich würde schon sagen, hier könnte ein bisschen knapp werden. Mit den Toiletten, Papers. Aber geschafft. Naja, die waren auch relativ knapp hier. Schon sagen, wenn ich die Penne jetzt noch finde, wäre das richtig nice. War, dass man immer gefühlt ausweichen muss, weil die jetzt hier alle da reinlaufen, weil die Kassen einfach auch scheiße stehen, auf Deutsch. Trockenzeug da vorne rein. Süßes da hinten. Naja, die Bio-Eier. Die wollten wir ja unbedingt da einstellen. Ja, es könnte ehrlich gesagt ein bisschen mehr Einnahmen geben. Wir sind jetzt hier zwar gut dabei und all sowas, ne, alles kein Problem, aber wie man sieht, ist halt zu wenig, ne? Ich glaube, ich mache hier alles voller Kartoffeln. Dann wirkt es hier ein bisschen besser. Schon mal für den nächsten Tag vorbestellen. Das hier ist richtig gut voll. Klopapier ist viel zu wenig eigentlich. Ich glaube, wenn ich hier hinten noch ein Regal hinstelle, ist das nicht verkehrt. Vielleicht kaufe ich mir auch noch zwei Regale, ganz einfach. Dann beim nächsten Mal dazu. Und dann fruchtet das, glaube ich, richtig gut. Also ich habe da ein richtig gutes Gefühl dabei. Die letzten ziehen noch durch hier. Die führen auch alles wieder auf. Ich weiß nicht, warum da jetzt immer noch ein. Aber vielleicht können wir den irgendwie rausnehmen. Nee. Nicht mehr ein Klopapier. Ding am Ball. Aber man merkt, obwohl wir zu haben, kommen hier noch Kunden. Ohne Ende.
Am Ende machen wir die meisten Geschäfte. Jetzt wird er so sehen. Zack, da nochmal 100. 21. Und ihn bitte auch nochmal. Kriegst du die zurück? Ja, das ist schon ein großes Paket, ne? Aber ich weiß nicht, ob es so groß ist. Wir können es ja mal gucken. Pass mal auf. Ich mach dich einfach mal hier rein. Okay. Alles klar, denn nicht. Einfach zu klein, der Paket. Gut. Oh. Aber ich wollte ja auch da oben hin machen, ne? Pass mal auf. Müssen wir hier, hier, hier und hier. Weil wenn ich denn Kartoffeln, das ist mir zu wenig Kartoffeln. Einfach viel zu wenig. Nein, jetzt macht er das ja immer dahin. Ach, scheiße. Ja, zeigt natürlich. Ja, das ist wieder nie unbeschriftet. Scheiße. Ja, dann müssen wir das dann irgendwann nochmal machen. Zu teuer fanden wir zwei, das kann sein. Nicht gefunden. Wahrscheinlich die Kartoffeln. Sonst hier Stellkosten 1000. Soda runter und Puderzucker hoch. So, dann machen wir jetzt hier noch schnell auf die Schnelle. 45. Und Turkozo Dings hier, ne? Das hier. 2. Guti, und dann wünsche ich was. Ich danke schon mal für die guten Waren und für den guten Einsatz und für das gute, ja, Miteinander. Das sieht so aus jetzt so geldmäßig. Ob könnten wir das wirklich, wenn wir jetzt nicht immer einen Kredit machen, aber 1000 pro Tag. Das heißt eigentlich jetzt am nächsten Tag, wenn wir ein bisschen sparsam sind, dann können wir uns was Neues leisten. Gucken wir mal, ob das wirklich so ist. Ich danke schon mal euch noch einen wunderschönen Abend, einen schönen Ostersonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.